Jusen Matrosen Neuri hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Börsenspezial. Schon wieder, eine Woche nach Montabaur geht es in meiner Heimatstadt Nürnberg auf die Retro Games Con. Jetzt schon vielen, vielen Dank, Bernd, dass du das hier veranstaltest. Und ja, ich habe ihm diese Location gescoutet. Hab ihm eine Nummer gegeben, Bernd hat angerufen und alles fit gemacht. Geil. Ha. Bei diesem Sauwetter, Leute, Sauwetter, aufstehen, 20 Minuten fahren und dann bei einer Retro Games Con sein. Beste. Naja, was machen wir heute? Ich suche da auf jeden Fall ein Spiel, da hat mich der gute Vierrad, der Retro-Jäger drauf, aufmerksam gemacht. Das heißt Mobile Light Force für die PS1. Ich glaube schon mal davon gehört zu haben. Der Name kommt mir bekannt vor. Es ist auf jeden Fall ein Shoot'em Up. Und er hat gemeint, ey, schau, dass du es vielleicht findest, bevor das nicht mehr bezahlbar ist. Jetzt liegt es so bei 40, 50 Euro. Also suche ich danach. Dann machen wir natürlich unsere Tausch-Challenge. Und ja, da es euch das letzte Mal so gut gefallen hat, gibt es natürlich wieder eine Runde. Was hast denn du gekauft? Ja, wo ich einfach ja, wildfremde Menschen, die Bock haben auf der Börse, mir zu zeigen, was sie dort gekauft haben. Ja, bin mal gespannt, ob die Location taugt und wie die Börse so wird heute. Freue mich. Ja, bis gleich. So, Freunde, die Retro-Börse ist in vollem Gange. Die Tore wurden geöffnet. Es fließt in Strömen. Und ich habe auch schon meine ersten beiden Pickups. Die möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar beim Sascha habe ich mir mitgenommen. Einmal. Geil, oder? Von Konami. Das Gradius LCD Handheld. 35 wollte haben, ist absolut fairer Preis. Das ist so, müsste so ungefähr der Wert sein, nicht Inbox, aber wie ihr hier schon seht, hat das mal einer aufgeschnitten, leider. Aber was willst du machen? Ein bisschen Spucke drauf, dann geht es schon. Und ja, war für mich ein geiler Fund. So 35 habe ich das jetzt gern mitgenommen. Dankeschön, Sascha. Also, das Turtles LCD findet man wesentlich häufiger. Habe ich vorhin auf eBay geschaut und lose geht Turtles für. Ja, rund 40, also für 35 war das schon nice. So, dann habe ich beim Sascha Folgendes gefunden. Glaube ich, habe ich gesehen beim Metal Jesus als Hidden Gem, wobei der, also ich kannte das zumindest nicht, aber der ein oder andere von euch kennt diese Reihe bestimmt. Und zwar Prinny, Can I Really Be the Hero? Ist für die PSP in diesem Fall und wie ihr seht, in so einer schönen Box, ja. Ist ein Soundtrack drin, gab es für 35 Euro, das war ein Top-Preis, weil eBay sagt 45, 50 Euro und das war gleich auf 35 ausgepriesen. Ich war zwar ein bisschen fresh, habe versucht auf 30 zu handeln, aber 35 habe ich auch gern gezahlt, gar kein Thema. Ne? Und ich weiß nicht mehr viel über das Spiel, ich weiß nur, dass ich es irgendwann, wie gesagt, glaube bei Metal Jesus gesehen habe und
mir das ziemlich gut gefallen hat. So, man spielt da so einen Pinguin halt und ist quasi Jump'n'Run-mäßig, ja, unterwegs, 2D. Und ja, sah einfach nice aus. Scheinbar gibt es da auch einen Switch-Port. Aber das war so eine Limited-Geschichte, glaube ich. Aber jetzt habe ich zumindest die PSP-Version. Das ist aber... Also ich weiß nicht, ob es da eine PAL-Version gab. Das ist auf jeden Fall die NTSC-Version, die US-NTSC-Version. Sprich, oder? Ja. Sprich, man muss eine US-NTSC-PSP haben, damit man das spielen kann. Und die habe ich zum Glück zu Hause. Ja, das waren meine ersten beiden Pickups. Der Richard rennt hier auch irgendwo rum. Mal schauen, ob wir den finden. Der hat auch schon einiges. Der hat schon wieder viel mehr gekauft als ich. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. So, ich habe ihn endlich gefunden, den Radikal Richard. Grüß dich. Hi, grüßt euch. Ja, weil er jetzt bald geht, dachte ich, ich zeige euch mal, was er sich gekauft hat. Aber auch nicht alles. Ja. Der Richard hat jetzt schon 9 Games gekauft. Ich bin jetzt bei 3. Ja. Und ich habe ihm gesagt, Richard, zeig uns mal deine 2 Highlights. Den Rest machen wir dann so in der nächsten Pickup-Folge bei mir. Ne? Ja. Also, Highlight Nummer 1, was hast du gekauft? Giga Wing für die Dreamcast. Sieht man's? Ja, man sieht's. Giga Wing? Giga Wing, ja, tatsächlich. Giga Wing, ja. Nie von gehört. Ja, ist ein guter Schmapp, musst du eigentlich wissen. Gibt, glaube ich, sogar einen zweiten Teil, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Vielleicht sogar PlayStation, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Giga Wing, ich kenne nur Giga Games. Nee, Giga Wing. Ich sehe es aber auch zum ersten Mal hier auf einer Börse überhaupt. Ja. Der Kollege wollte 80 Euro, wie man sieht. Ja. 80 Euro, was hast du bezahlt? Ich habe es eigentlich gebundelt mit was anderem, was insgesamt 180 gewesen wäre. Ich bin, glaube ich, bei 140 Euro gelandet. Okay. Und ist das andere, was dazugehört, das, was du uns jetzt zeigst, oder? Das gehört auch mit dazu in dem Bundle, ja. Okay, und das wäre? Ein JoJo Bizarre Adventure. JoJo Bizarre Adventure? Okay, auch noch nie gehört. Ja, ist auch ein teurer Titel eigentlich für die Dreamcast. Der Kollege wollte 100 Euro dafür haben. Ist ein Fighting Game. Ja. Ich selber habe es auch noch nie gespielt, aber ich weiß noch, dass es teuer ist und ich habe es auch zum ersten Mal auf der Börse überhaupt gesehen. Hast du beim Kemal gekauft, oder? Hier drüben. Bei den Kollegen. Beim Kemal, genau. Ja, guter Mann, guter Mann. Ja, da gab es sehr gute Preise. Was ist das für ein Game? Ein Fighting Game. Fighting Game? Ja. Also ein Versus Beat'em Up. So im 2D-Stil. Ah, läuft gerade Gameplay. Läuft gerade Gameplay. Läuft gerade Gameplay. Muss ich es auch nicht zeigen. Nice. Ja, der Richard ist, er ist echt radikal hier vorgegangen. Also, darf ich sagen, was du insgesamt ausgegeben hast? Innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde oder was? Ja, kannst du sagen. Wie viel waren es? 300? 300 und paar zerquetschte. 300 und paar zerquetschte. In einer Stunde oder so, ne? Ja, andere Zahlen ist für ein Game. Von daher geht es eigentlich. Seht ihr, deswegen nenne ich ihn auch Radikal Richard. Ja? Ich habe aber auch Spiele für 5 Euro gekauft. Oh, das ist ja unradikal hier. Ja. Nice. Gut, ich habe auch meinen nächsten Pickup beim guten... Wie hieß er? Zustands-Robert. Ah. Und zwar... Er hat's gesehen, er hat's mir... Ich hab's aber auch schon. Er hat's schon. Für wie viel hast du deins gekriegt damals? Ah, viel weniger. Es waren vielleicht 50 oder 60 Euro. Wow, okay. Ich habe 85 bezahlt. Ist so, liegt so bei 100 Euro das Spiel. Lose, so wie ich es jetzt auch habe. Für den Sega Game Gear. Einmal Power Strike 2. 85 kannst du nichts sagen. Ist okay. Wirklich super fair. Ja, dankeschön, lieber Robert. Gespielt habe ich selbst noch nie. Hast du es schon mal gespielt? Ich habe es durchgespielt, ja. Durchgespielt? Ja. Okay, erzähl mal. Es ist ziemlich schwer. Und was soll ich auch sagen? Es ist eigentlich der beste Schmapp für den Game Gear überhaupt. Ja. Der beste war eigentlich der dritte Teil, aber den gab es nicht offiziell dafür. Der ist nochmal schwieriger. Aber der zweite Teil, der haut schon rein. Kann man spielen. Irgendwas Besonderes am Spiel? So vom Waffensystem her? Vom Waffensystem her, das hat verschiedene Waffen von Laser bis Multifunktional schießen. Und wenn du so bestimmte Items einsammelst, dann bekommst du so ein Schutzschild mit der Zeit. Das wirst du sehen, muss man spielen. Ja, ja, stelle ich mir, auch wenn es lose ist, natürlich gern in die Sammlung für ein Game Gear sehr oder relativ selten. Ne? Ja, ich habe es auch zum ersten Mal auf der Börse gesehen. Geil. Bin ich ehrlich. Dankeschön, Robert. Das war in dieser, wie nennt man es, Kiste? Grabbelkiste war das? Ja, Grabbelkiste würde ich jetzt nicht sagen, aber... Versteckt eigentlich. Wenn man nicht genau hingeschaut hätte, hätte man es vielleicht übersehen, das stimmt. Ja. Also, Richard? Schön, dass du da warst. Ja, kein Thema. Weiß nicht, ob wir dich jetzt nochmal sehen, weil er gemeint, er geht vielleicht gleich. Ja, so langsam verdünnerisiere ich mich auch. Ja. Richard kam, sah und siegte. Genau. Also Leute, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Weiter geht's.
Los geht's mit, was hast du gekauft? Tino, was hast du gekauft? Ich hab echt einen Schnapper gemacht, und zwar die gute alte Bioshock 2 Collectors. Wow. Die ist aber groß. Zufrieden, ja, die passt gerade noch so rein hier. Size matters. Wird auch dabei bleiben wahrscheinlich. Bin damit voll zufrieden. Xbox-Fassung, Special Edition Bioshock 2, was zahlt man für sowas? 35 Euro hier auf der Börse, kann's euch nur empfehlen, kommt auf diese Börsen. Also. Ja. Geil, Mann. Ja. Cool. Dankeschön und viel Spaß noch. Auf jeden Fall, euch auch. Ciao. Ciao. So, ich stehe hier mit dem Nivi. Nivi, was hast du gekauft? Ich habe mir von SNES die Secret of Mana in der Big Box mitgenommen. Ist der Berater vollständig dabei? Ist vollständig. Mit Berater, Inlay, Spiel, alles. Was zahlt man für eine Big Box? Ich habe das jetzt zusammengekauft mit dem Leerkarton von der PS1 und habe insgesamt 170 an der Stelle gezahlt. Also Leerkarton PS1 und Secret of Mana Big Box komplett. Genau. 170? 170. Das ist ein guter Preis. Wenn du damit klarkommst, ich... Findest du es teuer? Ich weiß es nicht. Ich hab die Preise nicht im Kopf. Aber es scheint reasonable zu sein. Ja, aber ich meine, die PlayStation-Box hier, die sieht man auch nicht so oft, ne? Die ist tatsächlich, ja. Die ist tatsächlich selten, aber auch leer, ja. Ne, an der Stelle. Nee, man also muss immer selbstzufrieden sein. Absolut. Okay, dann vielen Dank. Danke dir. Viel Spaß. Ne? Danke dir. Ciao. Ciao. Danke. So, weiter geht's mit dem Maxi. Maxi, was hast du gekauft? Also, ich habe gekauft Magic The Gathering. Für PS1? PS1. Was steht drauf? 17 Euro? Genau. Okay. Also, ich habe jetzt alles zusammen für 55 gekriegt. 55, okay. Genau. Und also einmal das Magic The... Das ist tatsächlich... Ich wusste gar nicht, dass es das auf PlayStation Doch. 1 gibt. Magic. Apple hat mir das gesagt. Magic The Gathering, okay. Ja. Was haben wir noch? Dann Puzzle Quest. Ist das... Ich für einen Zehner. Ich wollte gerade fragen, ist das, wie es sich anhört? Ist es so? Genau, das ist so ein Puzzlespiel, ja. So ein Candy Crush-Klon, sowas, so ja, von sowas, oben. Ja. Und okay. Genau, dann Zone of Enders. Oh, Zone of the Enders. MechWarrior Action, ne? Ja. Sagen wir es mal? Ja. Einmal Zone of the Enders. Genau. Was haben wir noch? Transformers. Okay. Ja. Sagen wir, einmal Transformers. Genau. Genau. Und oh, das Mythmakers. Trixie Toyland. Mythmakers. Habe ich auch noch nicht gehört, aber gedacht, ja, schaut cool aus. Na, gehst du auch, so mache ich es auch. Oft. Ja. Schau hinten. Geh oft nach dem Cover. Ja, ja, wie in den guten alten Zeiten, ja. Genau. Ja. Hinten drauf, die Gameplay, genau. Picks anschauen, gar nicht groß im Internet nach Gameplay suchen. Ja, genau. Und einfach überraschen lassen. Ja. Ne? Nö, und alles zusammen für 55 ist okay. Ja, Zustände sehen so. Wer weiß, wie sich noch entwickelt. Ja. Von dem. Ich sehe, du hast noch mehr, aber lassen wir es mal dabei. Danke. Ich überlege gerade, wo ich es hin tue. Danke dir auf jeden Fall. Alles klar. Und viel Spaß auch. Noch. Viel Spaß noch. Danke. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. Also, ich stehe hier mit dem Timo. Timo, ja, was hast du gekauft? Ich habe mir einmal eine SNES Classic gekauft. Eine Classic, ja. Nice. Einmal Aladdin. Aladdin für Sega Mega Drive. Genau. Und Rolling Thunder 2. Rolling Thunder 2, was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Jump and Run. Ah ja, okay. Ja, genau. Nice. Ziemlich selten, habe ich auch noch nicht gesehen. Gute Zustände? Ja, schöne. Was zahlt man da insgesamt für alles? Das Mini jetzt, war wohl das teuerste wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe jetzt 170 gezahlt. Ist okay. Ich sag immer, wenn man auf Börse geht, das ist wie wenn man im Urlaub ist. Da schaut man nicht immer so. Da schaut man mal nicht aufs Geld. Ja, ja. Das ist einfach okay. Gut gehen, ne? Für einen Händlerpreis, so ist okay. Eben. Timo, vielen Dank. Und wir machen weiter. Ja, danke ciao. Dir. Ciao, viel Spaß noch. Okay, ich stehe hier mit dem Erto, Zombie Collector auf Instagram. Servus. Was hast du gekauft? Ich habe eine Toy Story 3 Sealed gefunden. Sealed? Ja. Was steht da? Habe ich lange gesucht. Was steht da drauf? Also was hast du bezahlt? 45. 45? Von 50 auf 45 runtergegangen. Ja? Gibt's, ist das jetzt irgendwie ein Kindheitsding oder weil es halt Sealed ist? Ja, ist ein Kindheitsspiel gewesen. Ja, tatsächlich. Und gefunden. Spontan. Ein Toy Story 3 Sealed. Das kaufen sich die Leute auf einer Retro-Börse. Ja. Geil, Mann. Ja, ja, hat mich gefreut. Ja, Mann. Danke dir. Ja. Perfekt, wir sehen uns. Ciao, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Andi, was hast du gekauft? Komischerweise mal Schallplatten. Oh, Schallplatten? Einmal Knight Rider. Knight Rider, okay. Oh, der gute alte David. Ja, der darf mir fehlen. Und oh, die 80er, ne? Miami Vice 2. Mehr geht nicht. Gab es da wohl Filme? Ich bin mit Miami Vice gar nicht so bewandert. Ist das wohl... Filme und Serien, klar. Und das ist der zweite Teil? Das ist jetzt der zweite Teil, ja. Da gab es den ersten noch, aber... Da hat mir das Cover
sehr gut gefallen. Nice. Ja. Danke dir. Viel Spaß noch. Dir auch. Danke. Jo. Ciao, ciao. Ciao, servus. Der David, ja? Ein Viewer meines Channels, wie er eben offenbarte. Aber kein Kanalmitglied. Noch nicht, noch nicht. David, was hast du gefunden? Ein bisschen. Bisschen was? Einmal ein Turbo Racing. Turbo Racing NES. Schöne Motor Formel 1 Action. Parodius. Must have. Passend für dich. Ja, auf jeden Fall. Parodius, einer der besten Schmaps ever. Dann einmal Doom. Einmal Doom. Wir sind ja nicht Doom. Der war schlecht, ich weiß. Einmal Godzilla für Nintendo. In the Box. Ja. Nice. Was haben wir noch? Da habe ich noch. Und das Highlight. Goal. Einmal Goal für den NES. Und noch mehr. Und. Wow. Einmal Rocking Cats. Rocking Cats. Der ist ein bisschen teurer, oder? Ja. Oh, 90 Euro. Also ne? Ist nicht der Preis, den ich gezahlt habe. Okay. Und einmal Aladdin. Aladdin. Sind das alles so, gehst du irgendwie auf Fullset oder wie kamen jetzt diese Entscheidungen zu diesen Games? Nintendo hauptsächlich Fullset oder Versuch zumindest. NES Fullset, ja. So wie ich, als ich angefangen habe. Schauen wir mal, wann es aufgibt. Nice. Und einmal ein Pfeifel oder Fievel. Pfeifel. Ja, ich glaube Pfeifel. Ich weiß, es wird Fievel, aber ich glaube, man spricht das Pfeifel bei uns aus. Heißt das Pfeifel. Ja, bei uns heißt es Pfeifel. Bis jetzt von denen, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, einer der am meisten gekauft hat. Dabei bin ich noch gar nicht so lang da. Wenn man die Sachen sieht, die man will, dann. Genau. Also, cool, Mann. Danke Ciao. Dir und viel Spaß beim Schauen noch. Ebenso. Danke dir. Ciao. Hey, wir stehen hier mit dem Kevin, auch ein Viewer meines Channels. Kevin, was hast du gekauft? Ich habe gekauft World War Zero für die PlayStation 2. Okay. 8 Euro. Ja. Warum kauft man World War Zero für die PS2? Das ist kein teurer Titel, aber ich habe es in einer Retro-Review tatsächlich mal gesehen, dass es wohl ein ziemlich unterschätzter Ego-Shooter von Rebellion ist. Ah. Mit einigen... Warte mal. Rebellion, woher kennt man das nochmal? Sniper Elite. Sniper Elite? Hm? Oder früher auch... müssten sie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber müssten sie auch bei den AVP-Spielen mit dabei gewesen sein. Alien vs. Predator? Ja. Und da sind wohl einige Mechaniken in dem Spiel, die man heute in Ego-Shootern gar nicht mehr so sieht. Wie zum Beispiel, dass bei, ich sag jetzt mal, Gasgranaten oder Giftgranaten sich die Steuerung invertiert. Oh! Also eine Auswirkung auf den Spieler hat. Und das wollte ich einfach gerne mal ausprobieren. Habe ich noch nie gespielt, möchte ich gerne mal nachholen. Also, da habt ihr einen Hidden Gem. World War Zero. Kevin, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Top. So, wir stehen hier mit dem Brian. Grüß dich, Brian. Was hast du gekauft? Ach so, einiges. Was wissen, das Billo erstmal oder der Highlight? Highlight, nur Highlight. Natürlich. Und dann Billo vielleicht, schauen wir mal. Kann man mal sehen. Also mein persönlicher Highlight ist das hier. Oh, Death Store, PS5. Mhm. Bin ich nicht ganz mit warm geworden, ne? Das Gameplay ist zwar ganz cool und die Story. Ja, ich mag, dass es so Zelda-like ist halt. Ja, deswegen, das war mein Problem wahrscheinlich. So diese, Zelda, ja, so Dungeon. Genau, genau. Ja, man muss sich halt ein Fuchs in dem Spiel. Ja. Und dann Billo, wenn wir schon dabei sind. Genau. Moment. Oh, lass dir Zeit. Ich bin noch da. Der hat einen ganz schön tiefen Sack. Oh. Sagt die Frau auch. Was haben wir da? Ah, kann man für den Game Boy sagen. Wario Land. Ja, nice. Cool. Schöne Spiele. Danke dir. Kein Ding. Spaß noch. Oh, boing. Yeah. So, ich stehe hier mit dem Aaron. Sirup. Servus. Ja. Aaron, was hast du gekauft auf der Börse? Wir sind jetzt hier dabei mit Last of Us, der Joel Edition. Geil. Seltene Stücke. Das hat er vom Arno Verkauf. Ich kenne den Kollegen, in der Arno Sealed Edition hier. Geil, Mann, ja, nice. Hast du noch ein bisschen handeln können? Zehner Runde. Zehner, gut. Guter Mann, Arno, so macht man das. Und was hast du noch, auch beim Arno? Das war beim anderen Stand tatsächlich, okay. Aber haben wir noch die Watch Dogs 2 Edition mit dem Poster, der Map. Ja. Watch Dogs 2, bist du Watch Dogs Fan so quasi? Oder einfach random? Die Edition, aber das Spiel ist auch gut. Ja. Cool, Mann, okay, ja. Nice, schöne Funde. Dankeschön, ja. Viel Spaß gerne, noch. Ja. Ciao. Ciao. So, ich stehe hier mit dem Andi. Gesponsert von Nunzio. Servus. Nunzio am Start hier. Videospiele,
2021. Das kann ich mir nie merken. Voller Lasse. Du musst deinen Namen. Vor allem für ihn. Du musst aber deinen Namen ändern. Das 2021, das kann ich mir nie merken. Ich habe meinen Kanal 2021 aufgemacht. Deswegen. Ja. Mach das weg, einfach nur Videospiele. Kann ich machen. Egal. Also Leute, demnächst. Ungeändert. Mein Name wird geändert. Ja. Meine Empfehlung. Ich lasse euch jetzt alleine. Alles gut. Andi, was hast du gekauft? Also ich habe mir einmal Resident Evil Dead Aim. Dead Aim ist dieser Railgun-Shooter, ne? Ja, genau. Ja. Oh. Habe ich mir letztens eine gekauft, nämlich deswegen. Dann Def Jam Vendetta. Nice. Und? Das Highlight? Project Zero 3. Geil. Weil das hat mir noch gefehlt in der Sammlung. Ich habe alle beide. Ja. Und Ich bin eigentlich deswegen hierher. Und gefunden. Ja. Perfekt. Und das nächste Spiel, gut, dass du mich daran erinnerst, hast du keins in einem besseren Zustand gefunden? Ich habe ein bisschen Rabatt gekriegt. The Order. So, ich suche das nämlich auch, weil... Ne, ich will es anders spielen. Ist nicht teuer. Alle sagen immer, man kann es definitiv mal zocken. Es sieht sehr geil aus und ist nicht teuer, wie gesagt. Ja. Ich suche das jetzt in besseren Zustand. Vielleicht findest du es. Andi, dankeschön. Bitte, bitte. Weiter geht's. So, schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Die Konkurrenz. Wie sagst du immer schön? Josen Matrosen. Der Roman, ne? Hey. Letzte Woche haben wir ihn noch gesehen, der Veranstalter von der Retro-Börse in Montabaur. Die übrigens wieder, ne, super geil. Vielen Dank, das freut mich sehr. Warum bist du hier? Ja, es war ein Zufall. Ich wollte an diesem Wochenende meine Tante und meinen Onkel in Erlangen besuchen. Family first. Genau, Family first. Und Rhee hat mir letzte Woche gesagt, wann war die Börse in Montabaur? Letzte Woche Samstag, genau, vor einer Woche. Dass just an diesem Tag heute in Nürnberg auch eine Börse ist. Ja. Und das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ja, ne, schön, dass du da bist. Du wurdest ziemlich viel angequatscht da drin. Du bist gar nicht so zum Rumlaufen gekommen. Nein. Aber erster Eindruck war cool, oder? Sehr geil. Ja. Sehr geil. Viele Besucher da. Tolle Location, super organisiert von Bernd. Ja. Richtig geil. Ja, Bernd macht es immer top. Top. Auf jeden Fall. Top. Und wir gehen jetzt mal. Hier gegenüber ist so ein Einkaufszentrum, da gehen wir mal was essen. Also ich gehe was essen. Genau. Der Roman hat mich gestern besucht, da habe ich ihm Nudeln gemacht. Seitdem will er nichts mehr essen. Ihm ist Essen vergangen. Nein, die waren echt lecker. Der sollte sich überlegen, ob er das vielleicht professionell machen sollte. Nein, diese Gorgonzola, das kann jeder. Nee, war lecker. Alles gut. Freut mich. Cool. Also, ich gehe jetzt was essen. Roman trinkt eine Kleinigkeit und dann sehen wir uns wieder in der Börse und wir fangen mit der Tausch-Challenge an. Ich weiß, das nervt alle Händler, aber ey, was sein muss, muss sein. Im Montabaur war es cool. Ja. Coole Aktion. Ja, wie gesagt, ich will ja damit auch, früher haben wir immer getauscht. Vor sieben, acht, neun Jahren so viel Getausche. Ja. Und das will ich ein bisschen zurückholen, weil es ist eine geile Sache, wenn man tauscht. Auf jeden Fall. Ne? Perfekt. Immer gut. Also, es ist aber finster hier. Jo, es wird dunkel. Oh Mann, ich hab Angst. So, willkommen zur Lieblingsrubrik aller Händler hier auf den Börsen, die Tausch-Challenge. Ich habe zwei Games dabei, mit denen ich anfangen möchte. Gucken, ob ich beide gleich loswerde oder nur eins. Wenn es dann nur eins ist, dann machen wir ab da weiter. Das zweite fliegt dann raus. Ihr wisst, was ich meine. Zum einen haben wir Mario Tennis und einmal Remnant from the Ashes für die PS4. Wie gesagt, Mario Tennis für die Wii. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum ersten Stand. Wen suchen wir uns raus? Ah! Gleich haben wir wieder was getauscht, ja. Hier, auf den Mann ist immer Verlass, auf den Georgie. 2. Genau. Gegen? Habe ich bei D2 gegeben. Nice. Einmal das Wacky Sports für den GBA und einmal ein Spiel, auf das wir beide nicht wissen, was das ist. Aber er sagt, das ist von Atlus. Ne? Aber von... Quick, ja. Hier, wer von euch kennt das? Ja. Wer von euch kennt das? Also es sieht aus wie ein Rollenspiel. Wie heißt das? Rundenbasiertes. Guck mal, ich. Egal, das wird schon passen. Danke dir. Bitte. Ich stehe hier beim Domme von Verleinix. Und er hat diese beiden Games von mir bekommen, wo der George schon ein bisschen übertrieben hat mit dem, was er mit mir getauscht hat. Denn also der Domme sagt, die beiden Games sind so bei 70, 80 Euro. Ja, ich meine,
Das eine wusste man ja nicht mal, was es ist. Shin Megami Tensei, das kennt man ja als Franchise schon. Wie? Shin Megami Tensei ist ja wie Persona, die Spin-off-Reihe davon. Nice. Insofern wird man das schon gut an den Mann bekommen. Und okay. Wacky Sports, das muss eigentlich ein Tino anbieten, weil das ist ein Fanboy von dem Scheiß. Der ist zu spät. Das biete ich ihm jetzt an. Nein, Spaß. Oh ja. Ich schicke ihn dir vorbei. Ja, ich muss eh noch zu ihm. So, und apropos übertrieben und übertreiben, hat hier unser Kollege Dommel mal wieder gemacht. Er hat mir ein. Und jetzt werdet ihr denken: Hä, was? Das ist ein Complete in Box Pinball Mania. Das ist ein 100-Euro-Spiel. Aber ich habe es zweimal, deswegen darf er das gerne haben. Das ist erst der zweite Tausch. Wo führt denn das noch hin? Vielleicht zum Chrono-Trigger? Du hast aber noch eine weite Reise vor dir. Vielleicht zum Chrono-Trigger? Du verkaufst es am Auftrag, ne? Ja. Und der Kollege will 800 dafür. Schau mal, Jansl. Last Chance. Ey, irgendwie habe ich jetzt Bock auf diese Challenge, ne? Chrono Trigger. Mit was müsste ich kommen für das Chrono Trigger? Achso, der will nur verkaufen, ne? Dein Kollege, der will nichts tauschen, oder? Da hinten steht so ein Pokémon Rubin 95er VR, ja, habe ich gesehen, ne? Das wäre doch was. Pokémon Rubin, okay. Das. Okay, ich gebe Gas. Keine Chance. Danke, Dommel. So, ich stehe hier beim Ramazan. Der hat mein Pinball Mania genommen. Ich habe ein Spiel getauscht. Aber er hat eins hier, wo ich vielleicht die Challenge beenden würde, wenn es noch da ist, wenn er dann noch mal Bock hat zu tauschen überhaupt, ne? Und zwar, wo war das jetzt noch mal? Ah ja, hier, das Supernova. Für das Super Nintendo hat er hier für 80 Euro liegen. 180, sorry. Ich habe das, glaube ich, nur lose zu Hause. Das wäre ein schöner Abschluss. Aber irgendwie habe ich irgendwie Bock, heute zu schauen, wie weit ich gehen kann, ne? Und für das Pinball Mania hat er mir ein Nightmare Creatures 2 gegeben. In Top-Zustand. Sau cool. Vielen Dank. Danke, Mann. Weiter geht's. So, ich stehe beim Arno. Beim lieben Arno. Arnos Verkauf. Schaut bei ihm im Laden vorbei, auf jeden Fall. In Augsburg. In Augsburg, ne? Arnos. Arnos Retro Video Games. Ich habe ihm gesagt, er soll es Arnos Verkauf nennen, aber da kam ich leider zu spät. Er hat mein Nightmare Creatures 2 gekriegt. In Top-Zustand, ne? Freue mich. Super Top-Zustand, ja. Nice. Und ich habe vom Arno die Grand Theft Auto Collection, also die Collectors Edition bekommen. Da ist drin GTA, also der erste Teil, der zweite Teil und London. Ich habe die PAL-Version schon zu Hause. Das ist die US-Version. Ne? Aber guter Tausch, auf jeden Fall. Ja, ja, ich freue mich. Dankeschön, Arno. Vielen Dank. Viel Glück weiterhin. Dankeschön, wir holen uns das Chrono-Trigger. Ciao. Nee, Spaß. So, wenn alle Tauschdeals so abgehen würden, wie beim Ramazan hier. Der Kollege ist super easy, ne? Der hat jetzt das Grand Theft Auto Collector's Edition genommen gegen das Supernova. Complete in Box. Und geil. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das lose zu Hause, aber eben nicht in OVP. Sehr, sehr, sehr geiles Schmapp. Und ich bin eigentlich zufrieden. Ich würde eigentlich sagen, es ist zu Ende. Ich schaue jetzt trotzdem noch ein bisschen rum, was so eventuell mir dafür angeboten werden würde. Aber ich bin eigentlich schon happy. Nochmal danke dir. Danke. Guter Mann. Frankfurt. Ciao. Ciao, ciao. So, ich stehe hier beim Alex. Grüß dich. Grüß dich. Und jetzt bin ich echt komplett meine Kohle losgeworden. Aber habe nochmal einen richtig guten Deal beim Alex gemacht. Leute, das hier ist die Simpsons Edition der PSP. Die seltenste, die es gibt, denke ich. Oder eine der seltensten. Eines definitiv. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die seltenste, aber definitiv super, super selten. Er hat sie mir für 120 Euro jetzt gegeben. Noch mit ein paar Games hier. Vor allem aber auch das Simpsons Game. Ja. Das einzige Manko an der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob man sieht, hier außen, also hier, egal, da sind so Flecken, da sind so komische eingebrannte Flecken. Seht ihr das? Heißt, ich müsste schauen, dass ich über den Richard oder so das Display wechsle. Aber ist halt die PSP-Krankheit, das kriegen halt viele von denen, leider. Ja, aber guck mal, wenn ich das so... Seht ihr das an den Rändern? Sieht man das? Egal, auf jeden Fall, ey, sehr, sehr geil. Ne? Was aber seltsam ist, ist es aber original. Ich habe mich alles original, ja. Hier, aber ein weißes Backcover. Da bluten mir die Augen nicht ganz. Aber es gehört so. Ich hab nachgeschaut. Alex. Sehr gerne, Mann. Sehr cool. Und jetzt habe ich keine Kohle mehr. Jetzt muss ich nach Hause. Ja.
Kommt in gute Hände, freut mich. Auf jeden Fall. Dankeschön. Wenn man was so, Leute, das war's. Die Retro Games Con in Nürnberg ist zu Ende. Einen Pickup habe ich noch und auch so ziemlich meine komplette Kohle ausgegeben. Aber ich habe mir noch ein Spiel mitgenommen, worüber immer alle reden, zumindest in meinem kleinen Kreis. Ja. The Order 1886. Gab es für einen Zehner beim Ramazan. Das ist der Kollege, bei dem ich auch die Tausch-Challenge beendet habe. Super, super korrekter Dude. Mega. Ja, für einen Zehner gab es das. Wie gesagt, der Sven redet ja immer davon. Der Hose hat es letztens durchgespielt und alle sagen das Gleiche. So, das ist ein, also ist ein relativ generischer Deckungsshooter mit einer coolen Story, aber geht um Werwölfe und wie auch immer. Und ja, sollte man mal gespielt haben, ist jetzt kein sehr langes Spiel, so 6-7 Stunden, dann ist das Ding zu Ende. Naja, nichtsdestotrotz, sehr, sehr geile Börse. Vielen Dank an alle, die da waren. Ich glaube, der Bernd ist auch zufrieden gewesen. Sprich, gute Chancen, dass nächstes Jahr wieder eine Börse hier stattfindet in Nürnberg. Dankeschön an den Bernd, wie gesagt. Dankeschön an alle, die da waren und es möglich machen, dass ich es nur 20 Minuten zur Börse habe. Danke an alle, die gekommen sind. Danke an den Bernd für den coolen Retro Games Con Pulli. Ja, jetzt zu dieser Jahreszeit perfekt. Ne? Also, geil. Und echt kein unnötiges Rahmenprogramm. Nur coole Leute und Games und mehr erwarte ich nicht von der Retro-Messe. Ne? Sehr cool. Also, ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Stay safe, pass auf euch auf.